Hey Skat-Freunde, willkommen zu einer weiteren Skat-Story in Kombination mit einer Analyse. Die Partie, die ich euch heute mitgebracht habe, wurde gespielt vor einigen Monaten bei der Endrunde der deutschen ISBA-Mannschaftsmeisterschaft in der ersten Bundesliga, also schon höchste Spielklasse. Und es gab einen Beitrag auf Facebook, den ich sinngemäß wie folgt kommentiert habe. Ein klassisches Beispiel dafür, wenn du ein oder mehrere plausible Fehler brauchst, um ein Spiel zu gewinnen, dann musst du den Gegnern eben auch die Chance geben, diese Fehler zu machen. Und da bekam ich eine Antwort sinngemäß, plausibler Fehler wäre schon ein Widerspruch in sich. Und den Faden möchte ich halt gerne nochmal aufnehmen und euch sagen, was alle Skatspieler ja sowieso wissen, es werden ganz viele Spiele beim Skat eben einfach nur durch Fehler gewonnen. Und das liegt in der Natur des Spiels natürlich, weil es mit verdeckten Karten gespielt wird, weil es eben imperfekte Informationen sind, mit denen die Gegenspieler arbeiten müssen. Aber es gibt eben auch eine Fehlerkategorie, wo ich sage, die sehr guten Spieler schaffen das eben regelmäßig auch dann, wenn ein Spiel knapp wird, Stellungen zu erzeugen, die besonders anfällig sind für Fehler, quasi Fallen aufzubauen. Und dafür gibt es eben wirklich ganz viele Beispiele. Dies ist eins davon, auch das Video von der Partie von Walter van Stegen, dieser Grang, den er da Schneider gespielt hat. Da hat er eben nicht einfach willenlosen Buben ausgespielt und dann gehofft, dass irgendein, wie das blanke Ass auf den Tisch kommt, was komplett unplausibel gewesen wäre. Nein, er hat über drei Stiche eine Stellung vorbereitet, die dann beide Gegenspieler in einen Fehler genötigt hat, der in der Analyse vielleicht erkennbar ist, der am Tisch aber eben leicht passiert. Und hier haben wir ein weiteres Beispiel, schauen wir uns gleich an. Bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich die Chance nochmal nutzen, auf mein neues Projekt hinzuweisen, auf das ich mich ja wie der berühmte Bolle freue. Ihr seht es auch hier wieder, das Layout gibt euch schon einen ersten Vorgeschmack auf das, was euch in der im Bau befindlichen Skat-App erwartet. Da wurde ich auch demnächst gefragt, Mensch Daniel, du hast das jetzt erwähnt, aber ich habe immer noch gar nicht so genau verstanden, was das mit dieser Skat-App eigentlich alles auf sich hat. Ja, und die Antwort ist natürlich auch ganz einfach. Ich habe es ja auch vor einer Woche erst das erste Mal überhaupt erwähnt und ich wollte euch ja auch nicht zumuten, hier 10 Minuten oder eine Viertelstunde nur über diese App zu sprechen. Deswegen gibt es die Skat-Freunde-Community und da lade ich euch erneut ein, beizutreten. Und auf diesem Discord-Server werde ich eben ab jetzt regelmäßig Informationen zu dieser neuen Skat-App und zu den Fortschritten, die wir machen und zu dem Team veröffentlichen. Lade euch ein, mir da zu folgen, auch da mit mir persönlich in den Kontakt zu treten, wenn ihr Fragen habt. Und was mir jetzt besonders wichtig ist, euch das noch einmal zu zeigen, denn ich hatte bei meiner ersten Ankündigung vor einer Woche da auch noch einen Fehler drin. Da war der Link erstmal auf den falschen Server. Also, ich zeige euch einfach mal, was passiert, wenn ihr den Link, den ich oben beschrieben habe, den ihr unten in der Beschreibung findet, klickt. Und zwar kommt ihr dann auf die Discord Skat-Freunde, erkennbar an diesem kleinen cuten Icon hier. Und am Anfang ist da im Prinzip erstmal das große Nichts. Denn ihr seht nur einen einzigen Channel, hier Infos rollen. Und um jetzt erstmal den vollen Zugriff auf den Server zu bekommen, um euch als wahrhaftige Skat-Freunde zu qualifizieren, ist die erste Aufgabe einmal, diese Joker-Karte hier zu klicken. Das haben bisher schon 106 Skat-Freunde gemacht. Wenn du noch nicht dabei warst, dann versuche dein Glück. Für die, die dabei schon sind, herzlich willkommen. Und durch das Klicken dieser Joker-Karte wirst du einmal die Regeln akzeptieren und dann ein echter Skat-Freund. Und wenn du diese Rolle hast, dann erst entblättert sich die volle Schönheit dieser Community. Dann gibt es hier die Bereiche Infos, Ankündigungen, in denen ich ab jetzt regelmäßig euch auf dem Laufenden halte, auch Game-Updates. Ihr könnt euch in der Community mit den anderen Skat-Freunden austauschen. Wenn ihr zum Beispiel hier die Mitgliederliste auch einblendet, dann seht ihr, wer schon alles mit dabei ist. Also eine ganz tolle Geschichte, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe euch genug neugierig gemacht, dass ihr hier auch dazu stoßt in die Skat-Freunde-Discord-Community. So, mit diesen Worten voraus schauen wir uns jetzt mal die Partie an. Was also passierte, Vorhand bekam das Spiel bei 18 und taufte jetzt zur Überraschung von Mittelhand Herz. So, und im ersten Stich lag da die Herz 8. Und ja, Frage in die Runde, wie sollte diese Herz 8 jetzt behandelt werden? Also welche Karte solltet ihr als Mittelhand hier spielen?
Ja, man kann da natürlich trefflich drüber wieder streiten. Der Spieler hat tatsächlich hier die Herz 9 gelegt. Und das ist aus meiner Sicht jetzt schon ein klarer Fehler, denn da steht so ein bisschen der Versuch hinter, ja, ich mache ja jetzt hier alle 5 Trumpfstiche, ne? Warum soll ich da höher rangehen, als ich muss? Und das ist allerdings schon wieder etwas, was der Alleinspieler in dem Fall natürlich nicht wirklich beeinflussen kann. Ist ein bisschen Glück, dass das hier passiert ist. Aber das ist natürlich in dem Sinne schon mal Blödsinn, denn damit du jetzt 5 Trumpfstiche machen müsste der Alleinspieler ja jetzt auch noch 4 weitere Male Trumpf ausspielen. Und damit er das überhaupt könnte, selbst wenn er wollte, müsste er quasi danach ja jeden Stich wieder nehmen, ne? Also jetzt müsste er wieder angespielt werden, wieder Trumpf spielen, du machst den nächsten Trumpfstich, du spielst ihn wieder an, er spielt wieder Trumpf, du machst den nächsten Trumpfstich und auf diese Weise könntest du alle Trumpfstiche machen. Aber das ist natürlich Blödsinn, denn der Alleinspieler wird ja auch merken, dass die Trümpfe dagegen stehen und wird entsprechend das Spiel dann nicht mehr zwangsläufig über Trumpf aufziehen, wo ihm am Ende noch die Trumpf 10 verbrennt, sondern im Gegenteil, da du jetzt hier nur die Lusche legst, kannst du dir schon relativ sicher sein, dass du hinten mindestens mal den Herzkönig irgendwie verlieren wirst und da sind halt die ersten Augen schon verloren gegangen. Das zweite Argument, um die 9 zu legen, wäre, naja, vielleicht kommt der Spieler in Mittelhand ja da mit der Dame rüber oder so oder mit der 10, dann ist er allein schwer in Mittelhand. Aber ist das mit dieser Verteilung eigentlich wirklich hilfreich? Man will doch hier sicher ran, um sofort die blanke Karte zu spielen. Und die anderen Sachen einfach sind ein bisschen zu gefährlich. Man will vielleicht auch gar nicht, dass der Partner rankommt und seine lange Farbe bringt und der Alleinspieler dann schon seine Trumpf 10 verstochen hat. Also, die 9, denke ich, ein klarer Fehler. Mindestens der König, wenn nicht sogar schon das Ass. Und jetzt fiel dann hier die 7, was natürlich bedeutet, jetzt ist die Trumpfstellung schon klar. Die anderen Trümpfe sind beim Alleinspieler. Problem mit der 9 eben jetzt auch, der Alleinspieler weiß das jetzt halt auch schon. Der kann das auch schon entsprechend interpretieren. Was ist das bitte für ein Stich, wo jetzt aus Hinterhand die Trumpf 7 kommt? Der kann wohl kaum den König, der kann wohl kaum das Ass haben. Ein einfach bestellter Pik-Bube, den würde er auch mitnehmen. Allerbestenfalls könnte er zu der 7 noch den Kreuz-Buben haben. Aber so ein bisschen sagt einem das vielleicht auch schon die Körpersprache. So, das war also der erste Stich. Dann kam der Kreuz-König. Und an der Stelle kann ich ja vielleicht einfach die Karte schon mal aufdecken. Mittelhand hatte halt wirklich nur diesen einen Trumpf, hat jetzt die Kreuz 7 da reingelegt, denn er wollte nicht seinen Vollen riskieren. Er hat zwar hier noch einen weiteren Vollen, aber Mittelhand kann natürlich nicht zwangsläufig wissen, dass das wirklich eine blanke Karte ist. Und übrigens auch mit offen gespielten Karten in der Analyse ist die Kreuz 7 übrigens besser als das Ass, denn dadurch wird eben die Pik 10 quasi wieder geschützt, beziehungsweise wenn er das Ass legt, dann kann halt die Pik 10 nicht nach Hause gebracht werden. So ist der Alleinspieler jetzt erstmal mit der 10 darüber gegangen, natürlich. Der hatte nämlich den 5-Trümpfer, hat 2 Asse sich jeweils blank gedrückt mit der Lusche und hat jetzt noch Kreuz 10, Dame 9 an der Seite gehabt. Hat zwar jetzt diesen ersten Stich bekommen, oder diesen zweiten Stich mit der Kreuz 10, hat eben aufgrund des ersten Trumpfstichs auch schon erkannt, Moment mal, hier stehen alle Trümpfe dagegen. Und jetzt geht es eben los mit dem etwas spezielleren Spielvortrag. Nicht mehr über Trumpf, sondern erstmal die Asse abgezogen, um einfach jede Einspielmöglichkeit den Gegenspielern wegzunehmen und damit eben zu vermeiden, dass später selber mit Trumpf angetreten werden muss. Das ist quasi an diesem ersten Trumpfstich schon erkennbar. Und hiermit wird jetzt quasi eine Stellung vorbereitet, in der es hinten raus leichter ist für die Gegner, einen Fehler zu machen. So, nach den beiden Assen, und das Spiel wurde übrigens im Alleinspiel gespielt von Eddie Senad Severovic, also unserem Top-Star, und wie konnte er jetzt diese schwache, relativ hohle Hand gegen die 5 Trümpfe gewinnen? Er spielte jetzt Kreuz raus. Und logisch, wenn du jetzt die Kreuz-Lusche siehst, dann wird jetzt natürlich die Pik 10 reingeladen. Das ist die Gelegenheit, wenn das Spiel so stark ist, dass das ein Bluff ist. Wenn Kreuz-Ass also meinetwegen auch noch gedrückt ist, dann ist ja ein Sieg wohl ohnehin nicht möglich. Aber Kreuz-Ass war jetzt schon bei unserem Partner. Und an der Stelle haben wir ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Augen. Ne? 0 Augen im ersten Stich, jetzt die 21. Trotzdem ist ein Sieg natürlich möglich, aber es sind jetzt auch, es ist wieder eine dieser Stellungen, in der unglaublich viel Fehlerpotenzial vorliegt. Also wenn der Mitspieler jetzt zum Beispiel einfach nur die Kreuz 8 zurückspielt, Kreuz 8, Kreuz Dame, dann kann der Spieler hier sehr viel verkehrt machen. Ne? Er könnte zum Beispiel stechen
Und dann sagen wir mal, er glaubt, er macht hier weiterhin alle Stiche. Er sticht jetzt mit dem König, spielt den Karo-König etwa. Der wird dann mit der Trumpf 10 gestochen und danach kommt Karo-Bube und das Trumpf-Ass ist auch per Du. Also man müsste hier schon sehr aufmerksam sein und erkennen, dass wenn Stechen überhaupt, dann mit dem Trumpf-Ass. Und dann etwa den... danach könnte man den Trumpfkönig auch direkt aufgeben, so oder so. Wird es dann schon ein bisschen heikel. Die ideale Geschichte wäre hier tatsächlich abzuwerfen und danach dann noch einmal, je nachdem, was dann für ein Trumpf kommt, entweder nochmal zu tauchen, wenn es ein Bube ist, oder danach eben mitzunehmen. Aber auch das wäre schon eine Fortsetzung, die irgendwo fehleranfällig ist. Der Spieler hier hat jetzt tatsächlich die beste Fortsetzung für die Gegenpartei gefunden. Nachdem die Pik 10 geschmiert wurde, kam jetzt hier der Pik König. Und da hat Eddie dann eine ganze Weile drüber nachgedacht. Und am Ende ist es natürlich klar, er muss stechen. Und er hat mit dem Karo Buben gestochen und damit für sich eine Chance quasi aufgebaut, beziehungsweise erneut eine Stellung auf dem Tisch jetzt liegen. Beim Schach würde man sagen, auf dem Brett ist eine Stellung, die eben einfach fehleranfällig ist. Und hier in diesen Fehler ist der Spieler jetzt hier reingetappt in diese Falle und hat nämlich eine plausible Karte gespielt. Er hat nämlich jetzt hier abgeworfen den Karo König. Was daran der Fehler ist, ist natürlich die Erkenntnis, Karo 10 kann gar nicht beim Alleinspieler sein, sonst hätte er nach Karo Ass und Pik Ass natürlich auch noch die Karo 10 abgezogen. So gesehen ist die Verteilung, wenn man so will, schon komplett klar. Die beiden blanken Asse ganz offensichtlich und dieser Drilling in Kreuz. Und das Problem an dem Karo König ist eben jetzt, dass auf die Kreuz Dame jetzt ein Zwangsvorstich erfolgt und idealerweise würde er jetzt tatsächlich mit dem König stechen und dann hinten raus eben nur 13 Augen verlieren. Er müsste das Ass jetzt schon aufgeben. Das Problem ist eben, der Spieler hier muss noch mitbedienen und deswegen gibt es jetzt hinten raus auch noch das eine Bild, was dann eben irgendwie auf 62 oder 61 führt. Und wenn er eben mit dem Ass jetzt hier sticht, dann würde Eddie hinten raus sogar die Trumpf 10 machen und 14 Augen machen plus das Bild, also sogar noch ein Auge mehr. Und weil diese Endspielstellung natürlich ein Stück weit im Prinzip klar ist und vorhersehbar ist, kann man auch schon drauf kommen, dass hier die beste Karte eben nicht der Abwurf des Karo König ist, sondern man muss im Trumpf quasi im Gleichstand bleiben. Man könnte überstechen, aber auch dann wäre es wieder schwierig, weil jetzt wirklich Trumpf zurückkommen muss. Wer jetzt Karo König spielt, läuft quasi in die gleiche Situation. Der wird gestochen, dann kommt der letzte Kreuz, gleiche Situation, wieder Sieg für den Alleinspieler. Gerade auch, weil eben der Spieler hier immer die letzte Lusche, die er hat, auf Kreuz eben noch bedienen muss. Nein, die ideale Karte wäre jetzt hier tatsächlich das Unterstechen. Denn da jetzt der Karo Bube weg ist, gibt es jetzt auch keine Gefahr, keinen Angriff mehr aufs Trumpf Ass. Durch den Unterstich wird vorbereitet, dass danach eben auch Trumpf Ass und Trumpf 10 hier bei uns landen. Auf Kreuz Dame würde dann noch einmal abgeworfen und dann wäre Rest. Aber das ist eben das, was ich einen plausiblen Fehler nenne. Und das liegt eben auch daran, dass es in einer früheren Phase des Spielverlaufs ja ganz üblich wäre. Wenn also jetzt noch nicht die Asse abgezogen wären, wenn da in der im zweiten Fehlfarbenstich quasi Pik kommt und der sticht, dann ist es ja ganz normal, hier diesen blanken letzten Karo-König abzutragen. Ne? Aber das ist eben eine andere Situation. Trotzdem, so sind die Skatspieler eben gepolt. Es werden viele Spiele gemacht, es wird schnell gespielt. Man erkennt eine typische Situation und denkt, oh, er sticht, sind gar nicht so viele Augen, hier weg mit Karo-König. Und schon schnappt die Falle zu. Und so war jetzt eben der tatsächliche Verlauf mit dem Eddie dann hinten raus jetzt den letzten Stich noch bekam, Herz König, Pik Dame, Herz 10 und dann auf dieses Spiel tatsächlich bei 0 Augen gedrückt, 14 Augen in Kreuz, dann die beiden Asse gezogen, 25, 36, hier kommt der entsprechende Vorstich auf 46 und jetzt gab es eben auch noch eben mehrere Bilder und damit war die Partie gewonnen. Ich nenne das plausible Fehler. Und das ist der Weg, wie die besten Spieler, wie die Top-Spieler eben einfach ein paar mehr Spiele
gewinnen als andere, auch gegen krasse Verteilung. Hier war es die Erkenntnis, aufgrund des Null-Augen-Trumpfstiches, es darf kein Trumpf mehr gespielt werden. Ich ziehe sofort meine blanken Asse ab, bringe dann den anderen Spieler ran und dann gucken wir einfach mal, wie sich die Partie entwickelt. Und schwupp, ist es wieder passiert und ein Spiel wurde einfach wieder nach Hause gebracht, was an sich ja, gegen jede Chance quasi und gegen die Verteilung nicht zu gewinnen war. Ja, hoffe, es hat euch Freude gemacht. Hoffe, ihr habt was mitgenommen. Im Übrigen, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen. Ich habe es jetzt aus der anderen Perspektive mal gezeigt. Ihr könnt genau diese Partie auch als Rätsel nachspielen. Rätsel 180, ein Bock zu viel. Da habe ich es aber eben aus der Alleinspielersicht gezeigt, um auch einmal auf diesen Vortrag hinzuweisen. Daraufhin gab es diese entsprechende Facebook-Kommentierung. Ja, plausible Fehler. Nehmt die mal in euer Repertoire auf. Werdet noch Teil der Skatfreunde-Community. Habt ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.